gibt aber bald neue. Müssten auch schon wieder zwei Folgen sein, die ich dann hier gerade fertig habe. Mit dieser hier dann. Also da haben insgesamt vier Folgen mit Samstag. Glaube ich. So. Wir machen mal ganz kurz was ganz Krasses. Wir machen mal hier Wasser hin. Obsidian, Obsidian, Obsidian und noch mehr Obsidian. Wie war das nochmal? Das muss dann 3 hoch sein und ja. So, so, so. Und dann kommt da noch eins rein. 1, 2, 3, 4, 5. 5 brauchen wir. Dann machen wir uns noch schnell einen Eimer, einen fünften, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. So. Und unsere Diamantspitzhacke ist bald weg. Aber wir werden bestimmt in dieser tollen Höhle, die wir hier unterm Haus haben, Unmengen an Diamanten finden. Mehr Diamanten als Kohle, Eisen und sonst was. Wir werden das richtig schön ausschlachten. Nachher schwimmen wir in Diamanten. Und das, ohne Musik ist das irgendwie doof. Man gewöhnt sich so daran. Ja. Die Tür hatte recht. Ich gehe schlafen. Mit dem Eimer in der Hand. Den setze ich mir auf, damit die Außerirdischen nicht mein Gehirn und so. Alufolie auf dem Kopf. Hey! EP! Das ist aber jetzt kein, irgendwie kein Ansporn, durch die Gegend zu laufen und den nächstbesten Hund, den ihr seht, zu treten mit den Worten Ha, EP. Oder so. Oder, keine Ahnung, Mitschüler oder Lehrer, Busfahrer oder irgendeine andere Person aus deinem Umfeld. Ho, Hühnchen! Auch das solltet ihr vielleicht auf dem Bauernhof nicht machen. Ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Person damit ein Problem hätte. Ja, wir haben leider keine Erde mehr. Aber wir könnten ja vielleicht mal die Minecraft-Sounds wieder einstellen. Und zwar auf 10%. Und wir könnten... Oh, was ist das nochmal? Options, Grafikeinstellungen. Helligkeit, düster. Das lassen wir so. Auch, ja. Was gibt's denn da? Es gab doch mal dieses 3D-Ding, oder? Wo ist denn das? Oh, je. Ja, Mann. Nein. Nein, nicht wieder. Ich will es anhaben. Also, wenn ihr eine, so eine rot-grün 3D-Brille habt, dann bitte jetzt aufsetzen. Und wenn eure Eltern reinkommen, dann erklärt ihnen das. Nein, ihr habt nicht irgendwelche Drogen genommen. Der Serk hat jetzt einfach nur blau-rot oder... Das ist blau-rot, ne? Ja. Obwohl, das ist grün oder das ist rot? Naja, auf jeden Fall diese 3D-Sache gemacht. Boah, das wäre mir voll komisch. Warte. Warte. Ja, wir machen die Sache wieder aus. Oh, da wird mir auch ein bisschen schummrig bei. Ist ja eklig. Mir gefällt Minecraft so viel besser. Düster. Wir haben es auf düster eingestellt. Also diese Normaleinstellung. Die finde ich gar nicht so schlecht. Schneller, schneller, schneller. Gleich haben wir ein Höllenportal, Höllenportal, Höllenportal. Gleich haben wir ein Höllenportal.
und fahren dann in die Hölle. So. Wie mache ich das jetzt am ungünstigsten? Prop. Man kann ja leider mit Pistons kein Obsidian verschieben. Ihr wisst ja, ich hatte ja mal den glorreichen Plan, so eine Art Stargate zu bauen. Aber das geht nicht. Jetzt wird es also ein bisschen düster hier mal. Ganz kurz. Eins, zwei, drei und vier. Oh mein Gott, das wird ganz düster. Knack, aua. So, und jetzt können wir dieses wunderbare Portal in die Hölle aus seinem Mantel wieder mal pellen. Wie wir es jetzt schon dutzende Mal gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Portale haben wir jetzt eigentlich schon gebaut? Das kann mir, glaube ich, gar keiner mehr sagen, oder? Also wir hatten eins in der ersten Welt. Und wir hatten eins... Hatten wir eins in der zweiten... Ja doch, wir hatten eins in der zweiten Welt, wo wir das Haus für den Horcrux gebaut haben. Ja. Jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, wo kommen wir eigentlich raus? Ey, das Obsidian sieht voll geil aus. Muss ich mal sagen. Also ich finde, das kann man auch noch irgendwie verschönern hier. Also... So von wegen mit Glas und Lava, da könnten mir noch ein paar gute Ideen einfallen. Und zwar ist meine Idee, mit Glas zu arbeiten, dass aber hier so, dass es aussieht, als wenn hier so Lava runterlaufen würde. Oder wir machen wirklich, dass hier Lava runterläuft. Links und rechts. Alles später. Jetzt brauchen wir erstmal ein Feuerzeug. Und ich wollte gerade speichern drücken. Ha! Saving Level. So. Wir brauchen trotzdem Holz. Beziehungsweise wir müssen unsere Sachen wegpacken. Wer weiß, wo wir wieder rauskommen. Mal gucken, hört man das eigentlich oben? Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Und, hört man das? Nö. Wenn ich oft genug schmatze, hört man sie nicht. Okay. Ja, das nenne ich doch einfach mal gelungen. Jetzt würde ich einfach mal sagen, ich mache einen kurzen Cut. Ich schmeiße erstmal meine Sachen. Habe ich noch irgendwo? Ich habe gar kein Holz mehr. Das ist ja absoluter Bullshit. Dann packe ich mal die das nämlich mit. Wer weiß, vielleicht kann man das gebrauchen, um sich vor irgendwelchen Viechern zu schützen. Das nämlich auch. Nee, das nehme ich nicht mit, das auch nicht, das nicht. Die Eimer werde ich auch nicht gebrauchen. Treppen, nein, das nicht, das nicht. Das auch, doch, das könnte ich gebrauchen. Die Axt eigentlich nicht. Eigentlich könnte ich ein bisschen was anderes gebrauchen, aber das habe ich nicht da. Eine gute Spitzhacke haben wir ja noch. Also ich mache einen kleinen Cut, mache einen Zweitspielstand für den Fall, dass wir irgendwie aus der Hölle nicht mehr so einfach rauskommen. Oder dass wir irgendwo rausgeschmissen werden, mitten in der Pampa und nicht wissen, wo wir hingehen sollen. Oder bin ich einfach mutig? Es kann sein, dass dann hier alles weg ist. Also alles weg im Sinne von, wir finden es nicht wieder. Wir machen einen kurzen Cut. Bis gleich. Dann eventuell auch wieder mit Musik.
Ich weiß nicht. Mal schauen. Bis gleich. So. Ja, wir starten mit Minecraft-Musik. Weil ich die anderen jetzt nicht reingehauen habe. Wir befinden uns hier in der Kopie von unserem Spielstand. Und gehen jetzt einfach mal in die Hölle. Entering the Nether. Oh, Landschaft wird erzeugt. Sogar noch in Deutsch. Mensch. Und wo sind wir jetzt hier? Okay. Sieht ja mal so total unspektakulär aus. Muss mal ein bisschen Licht hin. Da haben wir sogar den Glowstone, den ich unbedingt haben will. Schon da hinten. Und dann so viel. Boah. Aber ich muss sagen, hier sieht der Seelensand total doof aus. Der sieht einfach nur aus wie Dreck. Hm. Hab ich überhaupt Monster an, weil ich hier noch nichts sehe? Schwierigkeit normal. Oh, so, ey, wirklich, ist ja wirklich eine Menge. Gut, jetzt gehen wir mal einmal zurück und gucken, wo wir rauskommen. Und? Aha, okay. Wir probieren es mal. Okay. Das ist natürlich gut. Und da unten sind diese Zombie-Packs. Die haben ja nichts tun, solange man ihnen irgendwie nicht dumm kommt. Den Glowstone hole ich mir. Ja, und genau aus dem Grund die Kopie der Kopie, denn wir haben uns die ganze Zeit auf Gravel befunden, der dann anscheinend abgestürzt ist. Ich gehe mal aus der Kopie wieder raus und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir befinden uns ja vor dem Höllentor, diesmal in der nicht Kopie, sondern in dem realen Spielstand. Und ich frage mich, ob wir wieder an der gleichen Stelle rauskommen. Wenn ja, wäre irgendwie ein bisschen komisch. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht. Tun wir aber. Weil ihr seht, das ist irgendwie voll ungünstig positioniert. Mal gucken, fällt das jetzt hier auch weg? Ja, da sieht man schon die ersten Teile wegfallen. Das ist ja mal... Boah, was ist das denn für ein Schund, ey? Oh. Wie krass ist das denn? Müssen wir ja erstmal hier mit Verstärkung arbeiten. Und da hinten ist Glowstone, an den ich ran möchte. Und darum muss ich mir jetzt mal einen ab. Meine zarte Stimme wurde zerstört. Naja. Oh Mann. Der Abgrund. Yeah, Glowstone. Boah, wie geil ist das denn? Leider ist es immer nur so ein bisschen was da rauskommt. Aber sowas hatte ich auch noch nicht. Glowstone, der im Berg drin ist. Schnell mitnehmen, bevor Akta kommt und das auch noch klaut. Und Pilze. Yeah. Damit ist unsere Beleuchtung schon mal sicher. Und deswegen hauen wir jetzt auch schnell wieder nach Hause ab.
Dann können wir nämlich schon mal unsere Rundumbeleuchtung beim Haus machen. Hui. Und ja, ich weiß, es war ein bisschen jetzt geschummelt mit dem Spielstand. Aber ganz ehrlich, warum? Warum soll ich freiwillig in den Tod springen? Ich wusste ja nicht, dass ich an so einem Abhang stehe. Bisschen tricksen darf doch jeder. Irgendwie fällt hier alles gerade um. Das Haus wird ein ganz anderes Aussehen bekommen. Nein, jetzt bin ich in die Tiefe gefallen. Wenn wir erstmal diesen Glowstone da befestigt haben. Es wird schon wieder dunkel, das gibt's doch nicht, ey. Mach die Tür auf. Und wir haben wieder ein bisschen Holz. So, Beine brechen, perfekt. Packen wir mal da hin. So und so. Nein! Shit. So. Schön dunkel hier. Das ändern wir auch sofort ab. Ich finde das toll. Da ist die Axt. Wir beschleunigen das mal ein bisschen. Oh. Hier haben wir dann. Das muss ich mir dann angucken, wie es von innen aussieht. Eventuell machen wir nur die Ecken. Oh, der PC rödelt wieder. Das ist so geil. Ihr merkt das schon auch, wenn das ein bisschen ruckelt im Video. Oh, Creeper, genau hinter mir. Doch eigentlich kann man das doch lassen, oder? Wenn man das so durchzieht. Mal gucken, ob unser Jupp dann hier weggerissen wird. Ich hoffe doch nicht. Und wenn er das von hinten beleuchtet. Wenn das klappen sollte. Ach nee, das ist ja so eine Innenwand. Da ist ein Tarnfleck. Und es ist nicht mein Freund. Gut, dann gehen wir erstmal pennen und dann ist die Minecraft-Welt schon wieder ganz anders aus. Und sogar die Minecraft-Musik ist gerade still, das ist ja mal voll ätzend. Ich muss schon wieder rendern, demnächst, bald. Und Frühstück muss ich auch. Schon anstrengend, so ein Leben.